Vielen Dank. Kurz zur Herkunft. Ich komme von Solawatt. Wir sind Hersteller von komplexen Systemen und nehmen das Thema Sektorkopplung auch schon im Residential-Bereich sehr, sehr ernst. Das heißt, zu unseren Sachen gehören natürlich PV-Anlagen, weil das ist die Herkunft, Speicher. Wir vernetzen das Ganze über ein Energiemanagement mit Wärmepumpen und anderen Konstellationen und natürlich auch mit Elektromobilität. Wir sind jetzt seit über 30 Jahren da, beziehungsweise seit genau 30 Jahren, plus ein paar Tagen, haben mittlerweile einen Stand, dass im Residential-Bereich fast jede fünfte Anlage von uns ist und stellen das, was wir machen, hier in Deutschland her. Das heißt, wir haben hier einen sehr, sehr großen Teil der Wertschöpfungskette, der PV-Module, der Speicher. Das heißt, wir kaufen Zellen zu, natürlich. Selber Zellen herstellen wir ein bisschen happig, aber bauen dann daraus Batterien, Batteriemanagement, Wechselrichter und so weiter. Sind in mehreren Ländern in Europa tätig. Und das 30-jährige Jubiläum ermöglicht uns unter anderem auch solche Erkenntnisse wie, es ist nicht nur gut, lange Garantien abzugeben, es ist auch gut, so lange da zu bleiben, um zu sehen, ob die Produkte tatsächlich so lange halten. Das tun sie erfreulicherweise. Vielen Dank. Wir haben heute jetzt schon jede Menge gehört über Normung. Normung ist wichtig, Normen sind wichtig, Normerinnen, Experten, Experten. Und dass wir das alles am besten weltweit machen sollen, das ist auch fein. Was aber, so wie wir das zurzeit im Batteriebereich haben, speziell im Bereich Lithium-Ionen-Batterien, wenn auf einmal Ihr Fachgebiet gekapert wird, wenn auf einmal im Außen so viele Batterieexperten sind, wie zum Beispiel Fußballexperten bei der nächsten WM, sofa-basierend üblicherweise. Was ist, wenn Leute etablierte Normen nicht verstehen und einfach meinen, das ist zu schwierig, wir schreiben einfach mal neue, die sind dann irgendwie einfacher. Und genau das ist das Thema, was wir zurzeit im Batteriebereich haben. Das heißt, das, was sonst, sagen wir mal, von der Metaebene kommt und sagt, ja, jetzt Batterieverordnung und wir brauchen Normen und das ist alles so toll und Batterien sind ein wichtiges Element. Ja, das ist natürlich so. Aber an der Stelle, wo dann tatsächlich die Texte geschrieben werden, an der Stelle spätestens taucht es dann auf, wenn irgendwas hakt, wenn irgendwas in der Planung nicht so richtig ist. Und wenn Sie erfahren sind im Verkehrbringen von Produkten und haben die Batterieverordnung gelesen, dann sehen Sie es auch schon früher und wundern sich, warum das noch nicht draußen ist. Die Batterieverordnung ist aber nur ein Teil. Das ist eine tolle Sache, die wir machen in Europa. Und obwohl, das muss man tatsächlich vorwegschicken, da einige Dinge drin sind, wo wir sagen, das wird normativ mal mindestens herausfordernd, hat kein einziger der Expertinnen und Experten im K371-Bereich irgendwie gemosert und gesagt, oh Mann, wir hatten gerade alles fertig und jetzt kommt dieses Öko-Gedönse, muss das denn sein? Das ist doch wohl jedem klar, dass in Batterien keine Vitamine sind. Kein einziges Mal. Wir haben uns sogar ganz im Gegenteil zum den Kaffeepausen ausgetauscht und uns ein bisschen gewundert, dass überhaupt so viel darüber gesprochen wurde, über die Notwendigkeit, dass Batterien nachhaltiger sind. Das ist eigentlich schon alles klar. Wir wollen lieber gleich zu dem Punkt kommen, lass uns doch die Punkte glatt hobeln, wo es später dann haken wird, was wir jetzt schon sehen können. Anyway, es gibt sehr, sehr merkwürdige Sachen, wie zum Beispiel, dass Sie im grünen Bereich Normen sehen, wo wir speziell von den deutschen Expertinnen und Experten aus sehr stark mitgearbeitet haben. An internationalen Normen, an VDE-Anwendungsregeln, die ein sehr, sehr wichtiges Tool sind für die nationale Normung. Und umso verwunderlicher ist das, dass es mittlerweile fast Gegennormen gibt, die völlig anders gestaltet sind. Unter anderem, weil manche Länder nationale Tendenzen haben, dass die sagen, wir brauchen das jetzt hier, wir haben nicht sowas wie Zenelec und Europa, sondern bei uns ist der nächste Level von national dann gleich international und deswegen machen wir es gleich auf IEC-Ebene. Und es interessiert die überhaupt nicht, was wir an EU-Richtlinien haben. Und so kommt es, dass leider auch ein paar Normen in den schwarzen Feldern sind, wo wir von deutscher Seite aus dann vielleicht auch sagen müssen, vielleicht waren wir dann nicht resilient genug oder nicht nachdrücklich genug, denen rechtzeitig zu sagen, wenn ihr auf diesem Weg so weitergeht, das tut uns leid, dann kriegen wir einen Graben zwischen Asien und Europa in der Normung. Und das sollte so nicht sein. Aber momentan bringt das den Markt zunehmend durcheinander, weil es Leute gibt, die einfach bestehende Normen nicht lesen und dann sagen, ich mache mir mal was Neues. Das haben wir hier auf nationaler Ebene oder im DKE-Bereich nicht, aber bei IEC, zumindest im Batteriebereich, funktioniert zurzeit die Vermeidung von Doppelnormung nicht. Und das stellt natürlich uns vor eine besondere Herausforderung. Lassen wir das einfach so passieren und sagen, ja, wir werden hier nicht dafür bezahlt, uns zu konfrontieren?
Oder zeigt man als Experte und Expertin an der Stelle Rückgrat und sagt, hör mal, wir sind vielleicht an euren Org-Chart ganz unten, weil wir von euren Entscheidungen abhängig sind und niemand an irgendwas delegieren sollen. Die Grafik können Sie sich vorstellen. Nichtsdestotrotz wollen wir das so nicht. Wenn das so weitergeht oder wenn wir das nicht verhindern und viele Sachen sind nur sehr, sehr knapp verhindert worden, dann haben wir eine Situation, dass wir zukünftig schwächere Normen haben. Wir haben jetzt gerade einige Ausnahmen beantragt, dass IEC-Normen nicht automatisch EN-Normen werden, weil die sonst widersprüchlich sind zu dem, was wir hier haben und überhaupt nicht in unser Konzept von Produktsicherheit passen. Das ist in all den Jahren, seit ich dabei bin, das erste Mal, dass wir das machen müssen. Und das unter anderem, weil einige Länder, sagen wir mal, anders agieren wie europäische Länder. Hier ist das bei uns eher üblich, wenn wir was machen, zum Beispiel wie mit VDI-Anwendungsregeln oder British Standards macht seine Sachen oder die französischen Kollegen. Wir probieren das national aus und wenn es sich hier bewährt, bringen wir es auf die internationale Ebene. Es gibt aber etliche Länder, ich weiß nicht warum, die machen, nein, wir wollen gleich IEC-Normen und einige Beispiele habe ich Ihnen mitgebracht. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann ist das nicht, das hat irgendwelche Langzeiteffekte oder Mittelfristeffekte, wir wissen nicht so genau, sondern man kann ziemlich konkret sagen, dass das den Markt durcheinander bringt und für ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteile führt. Und insofern ist in solchen Zeiten, wenn das eigene Fachthema gekapert wird, doch mehr Rückgrat von den Expertinnen und Experten verlangt, als es sonst üblich ist. Man könnte den Tag füllen mit den ganzen Beispielen. Ich beschränke es mal auf 3 und gehe da auch relativ schnell durch. 2019 kam ein hochrangiger südkoreanischer Spezialist in eine IEC-Sitzung für die Norm, die 62619, gehört keine Normnummern sagen, die hat aber nun mal keinen anderen Namen und auch keinen Spitznamen. Das ist die führende Norm oder eine der wichtigsten Normen für Lithium-Ionen-Industriebatterien inklusive stationär. Jetzt gab es über Jahre hinweg Großspeicherbrände in Südkorea, die untersucht worden sind. Und irgendein Schuldiger musste jetzt gefunden werden, also kam dieser ansonsten nette Kollege zu uns und sagte, hören Sie mal, wir haben hier die Sachen analysiert, da war ein Wechselrichter, der hat den Lichtbogen, der hat auf die Batterien übergegriffen, deswegen ist da alles abgebrannt, ihr seid schuld, weil ihr das nicht in die Normen gepackt habt. Ich habe in meinem Leben 2 für koreanische Firmen gearbeitet und dann war mir ziemlich klar, wenn ein Koreaner sich auf dieser Plattform für sowas hinreißen lässt, ist das schon ernst, insofern durfte das nicht in die Meeting-Minutes unkommentiert rein. Und so haben wir ihn dann gefragt, ob das nicht eine super Idee gewesen wäre, wenn dieser Wechselrichter auch nach der IEC-Wechselrichternorm geprüft worden wäre. Da sind nämlich Anforderungen drin ins Gehäuse und dann ist nichts mit Lichtbogen, der auf Batterien rübergreift. Also, wenn das euer Problem ist, sucht eure Schuldigen bitte woanders. Und dann gab es etwas, das habe ich bisher noch nie gesehen, in der Größenordnung. Es gibt schon viele Nebelkerzen, dass Leute sagen, das sind mysteriöse Normenlücken. Wir haben jetzt einen Produktrückruf, das konnten wir alles nicht wissen, das ist noch nirgendwo dokumentiert und deswegen forschen wir das jetzt aus und weil wir so toll und altruistisch sind, teilen wir das jetzt mit der Branche in der Normung. Und das haben die auch gemacht und dann hat das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe, die Regierung eines Landes forciert, dass eine IEC-Norm geschrieben wird über Sachen, die schon lange da sind. Nämlich über, man muss Umweltbedingungen bei elektrischen Anlagen berücksichtigen. Hätten Sie das geahnt? Das konnten wir echt nicht wissen. Vielen Dank nach Südkorea. Und das ist dann in eine Norm gekippt worden, wo man hier sagt, danke für die Niederspannungsrichtlinie, weil wir haben solche Themen einfach nicht. Und wir haben den Kollegen dann auch gefragt, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass man mit Ihren Modulen überall anders auf der Welt sichere Speicher baut und die brennen nur zu Hause? Irgendwie ist das schon was, bitte sucht den Fehler nicht bei uns. Das zweite Beispiel ist das Thema Typprüfung. Die Batterieverordnung ist gerade schon angesprochen worden und wenn Sie die durchlesen mit dem Erfahrungsschatz aus Inverkehrbringung, dann wissen Sie um die Wichtigkeit von Typprüfungen. Das ist da eins der roten Fäden, die sich durchziehen, wo wir an etlichen Stellen nicht wissen, wie wir es machen sollen. Speziell bei Second Life, das neue Schlagwort. Batterien sollen ein zweites Leben haben, sei es drum. Wir kommen aber da in eine Sackgasse, die wir nicht lösen können, was uns auch dazu gebracht hat zu sagen, nee, den Standardisierungsantrag, den finden wir jetzt nicht so gut, weil der Elemente enthält, die wir nicht packen können. Das heißt, es ist, man muss ja irgendwo ansetzen. Second Life ist ein neues Thema. Und wo man ja wohl mindestens ansetzen kann, wenn es CE gekennzeichnet werden soll, ist zu sagen, sie sollten nicht weniger streng geprüft werden als First Life Batterien. Nun werden aber First Life Batterien, speziell Lithium-Ionen-Batterien, typgeprüft. Und dafür braucht man Prüfmuster, das kennen Sie, die repräsentativ für die Serie sind.
Jetzt können aber aus bestimmten Konstellationen, speziell wenn man das bis auf Einzelzellen zerlegt hat und daraus neue Batterien baut, keine repräsentativen Muster erstellt werden, weder für Produktsicherheit noch für Transportsicherheitstests. So, und da die Typprüfungen schädigend oder sogar zerstörend sind, haben wir auch das Problem, dass man sie nicht einfach mal so ummodeln kann zu End-of-Line-Prüfungen und jede dann einzeln prüft. Und dann weiß ich auch nicht und viele andere auch nicht. Aber es steht halt in der Batterieverordnung, dass wir dafür irgendwie eine Lösung finden müssen. Das wird eine Herausforderung werden und bisher haben alle Versuche, das hinzukriegen, nicht gefruchtet. Ganz im Gegenteil, an einer Stelle sind wir tatsächlich wohl sehr falsch verstanden worden. Ich kann es mir nicht anders erklären. Als gelernter Radio-Fernsehtechniker hatte ich das schon irgendwie mal mitbekommen, dass man, wenn man etwas repariert, und Reparierbarkeit wird auch für Batterien zukünftig gefordert, das hinterher natürlich prüfen sollte und die Prüfungen sollten natürlich nicht zerstörerisch sein. Im Idealfall oder kürzer, das heißt das, bitte machen Sie nicht kaputt, was Sie gerade repariert haben. Und scheinbar ist da sowas schiefgegangen, dass die EU-Kommission sich wohl genötigt sah, das nochmal extra reinzuschreiben. Daher dieses Teil, es ist wichtig, dass die Sicherheit solcher Batterien, wenn sie repariert werden, auf der Grundlage zerstörungsfreier Prüfungen, die für diese Batterien angepasst wurden, bewertet werden. Man muss sich auch echt mal an die eigene Nase passen. Irgendwie muss das unser Fehler sein. Ich habe keine Ahnung, wir konnten ihn nur noch nicht identifizieren. Was ich jedenfalls auch für den Fall, wir treffen ja morgen Leute aus der EU-Kommission, denen auf den Weg geben möchte, ihr müsst uns da irgendwie falsch verstanden haben. Und wir haben auch keine neue Version von Circular Economy in dieser Version dort irgendwie versucht zu machen. Abgesehen davon würden viele Kunden nicht mitgehen. Ja. Wir haben eben schon gehört, es liegt eine besondere Verantwortung in den Normen. Und wir müssen uns bei den Batterieleuten tatsächlich auf der einen Seite klar machen, immer wieder, was wir alles geschafft haben. Es gibt fast keine Lithium-Ionen-Batterienorm, nein, eigentlich in allen wichtigen Batterienormen im Bereich Lithium-Ionen-Batterien, sei es LEV, stationär, Traktion, Portable, haben deutsche Expertinnen und Experten vor allen Dingen auch auf IEC-Ebene maßgeblich mitgeschrieben. Wir haben dann für den Stationärbereich, weil das für Europa wichtiger ist und auf IEC schwerer ist, dann eine VDI-Anwendungsregel geschrieben. Oder mal kürzer gesagt, wir dachten eigentlich, wir haben einen Track-Record, der es ja dann irgendwie nicht völlig absurd machen würde, uns zu fragen, wenn eine Batterieverordnung geschrieben wird. Wurde nicht gemacht, ist dann auch fein. Dann ziehen wir es eben Stück für Stück nach und nach in der Normung glatt. Wir hoffen, es geht, obwohl Sachen vorgefallen sind, wie das zum Beispiel Sprüche kamen beim Normungsantrag, wenn ihr das nicht so schreibt oder wenn die Normung das nicht so umsetzt, wie wir das wollen, dann gehen wir eben zu anderen Normungsorganisationen, die das machen. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Was machen Sie jetzt, wenn Sie auf der einen Seite die Expertise haben und sagen, das geht so nicht, Nachhaltigkeit von Batterien ist fein und jetzt kommt ein bewusstes aber nicht auf Kosten der Sicherheit. Und das muss auch nicht sein. Wir haben darüber viel gesprochen und haben festgestellt, es ist überhaupt nicht notwendig, auf irgendeine Art und Weise die Batteriesicherheit, speziell von Lithium-Ionen-Batterien, zu reduzieren, um vermeintlich nachhaltigere Batterien zu machen oder vermeintlich die Nachhaltigkeit zu steigern. Das muss in der Tat nicht sein. Die Batterieverordnung, das wurde schon mehrmals gesagt, ist der Goldstandard. Das war jetzt auch gerade in den vorigen Beiträgen zu hören, letzte Woche. Das ist in der Tat auch so und wir haben damit eine Chance, tatsächlich auch die Nachhaltigkeit zu steigern. Und wenn man von einer Firma kommt, die mit erneuerbaren Energien zu tun hat, so wie ich, dann möchte man das sogar, weil das wäre ja ziemlich blöd, wenn man sagt, naja, ich freue mich jetzt, dass ich in diesem Feld mitarbeite und irgendwann, keine Ahnung, 5 Jahre später kriegt man aufs Brot geschmiert, bottom line, unterm Strich, mit dem ökologischen Rucksack war das gerade nur für die Tonne, was du da gemacht hast. Und das geht vielen anderen auch so, gerade den Kollegen im PV-Bereich und auch den Leuten, die an der All Electric Society mitarbeiten. Natürlich sollen Batterien nachhaltiger werden. So, jetzt ist es nicht so, dass man, wenn man in die Normung geht, oder speziell, wenn man den Weg in die Technik gewählt hat, anders als zum Beispiel Leute aus dem Vertrieb oder aus anderen Berufsbereichen, täglich Übung daran hat oder vielleicht sogar einen gewissen Spaß daran empfindet, sich zu konfrontieren. Und das soll auch nicht sein. Wir müssen uns nicht permanent kabbeln in der Normung und meistens geht es durch Reden. Wir sind aber speziell durch den Art Graben, der zwischen uns und überwiegend asiatischen Ländern entstanden ist, durch völlig unterschiedliches Verhalten in der Normung in einen Punkt gekommen. Nicht nur das, auch sagen wir mal durch die Herausforderung, durch die Batterieverordnung, dass die Leute, die tatsächlich dann als letzte
sagen wir mal, Sicherungsmaßnahme da sind, weil wenn man an den Texten arbeitet, spätestens an der Stelle stellt man dann fest, ist das so umsetzbar. Wenn noch irgendwo ein Bug drin ist, spätestens ist es da. Und an der Stelle ist es tatsächlich so, dass ich dafür werben möchte und zu sagen, etwas mehr Resilienz bzw. etwas mehr Rückgrat in der Normung, was nicht heißt rückgratlos bisher, ganz im Gegenteil, gerade im Bereich der DKE klappt das sehr, sehr gut. Wir müssen aber ganz klar sehen, dass es ein paar Mal knapp geworden ist und Rückgrat zeigen heißt in dem Moment auch, wenn wir gewisse Ziele nicht erreichen können, zum Beispiel dieses hohe Ziel einer globalen Normung, weil nun mal ganze Bereiche es völlig anders sehen und dann auch nicht mehr auf Kommentare reagieren oder irgendwas anderes. An der Stelle muss dann das Rückgrat der Expertinnen und Experten und im Idealfall auch von der Normungsorganisation so weit gehen und sagen, okay, dann drohen wir euch jetzt die Notbremse an, wenn es dann immer noch nicht geht, dann gehen wir hier halt unseren Part. Und in den meisten Fällen, das kennst du sicherlich auch aus dem Leben, wenn man erstmal bereit ist, bestimmte Konsequenzen zu ziehen, erledigt sich es dann auch. Und insofern, wenn Sie in der Normung tätig sind und Ihr Kachgebiet gekapert wird, seien Sie so gut, zeigen Sie Rückgrat, weil wir genießen hier in Europa ein extrem hohes Maß an Produktsicherheit und das können wir deswegen machen, weil so viele Leute das in der Vergangenheit gemacht haben und das können wir jetzt nicht, nur weil es gerade mal ein bisschen wuselig wird, weichspülen. Haben Sie vielen Dank.